Christine Gehrig ist bei bester Laune, auch mit der Silbermedaille nach dem Titel und ja, dem Rekord. Im letzten Jahr kam ja so ein kleiner Hänger, sage ich mal, ein ja, Frust oder Lehrjahr vielleicht auch, aber jetzt sind beide Mundwinkel oben. Ja, erstmal danke. Ich bin sehr glücklich, heute überhaupt springen zu dürfen und mir ging es heute überhaupt nicht um irgendeine Farbe der Medaille, sondern ich wollte einfach mal wieder springen, einfach mal wieder mit einem guten Gefühl einen Wettkampf machen und das habe ich mir heute erfüllt und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich. Ich glaube, das gute Gefühl, das hat man auch im Wettkampf schon gesehen. Es ging richtig gut los und nach dem zweiten Durchgang, da hatte ich so das Gefühl, alle Anspannung hat sich gelöst und jetzt ist es nur noch Spaß. Ja, genau, der erste Sprung, wenn man in die Saison einsteigt, ist natürlich erstmal eine Lotterie. Kann man das umsetzen, was man im Training trainiert hat oder ja, passt der Anlauf überhaupt? Den hatten wir vorher überhaupt nicht kontrolliert und ja, es war einfach ein schönes Gefühl, heute zu springen und ich glaube, das ist ganz viel wert heute. Ist ja auch was ganz Besonderes, wenn die deutschen Meisterschaften der Saison Einstieg und gleichermaßen auch der Ausstieg sind. Und die Entscheidung kam, glaube ich, auch ganz kurzfristig. Das habe ich nicht verstanden. Ich glaube, die Entscheidung, heute zu starten, die kam auch ganz kurzfristig. Ja, genau, das war ganz kurzfristig. Also mein Trainer hat am Donnerstag, glaube ich, noch gesagt, ich bin einfach keine Athletin, die dann kurzfristig weglässt. Ich habe hier so viele Freunde sitzen und so viele Fans, die mir noch geschrieben haben, Kiri, ich freue mich, dich springen zu sehen. Und dann einfach zu sagen, ich lasse weg, das finde ich einfach nicht fair. Es war ja auch eine super Standortbestimmung, schon mal mit dem Blick auf den Sommer. Jetzt müssen wir aber noch kurz einen Blick zurückwerfen. Was war letztes Jahr los? Wir haben es eben schon mal kurz angesprochen. Es war, ja, sollen wir es Lehrjahr nennen? Oder wie würden wir es bezeichnen? Was ist alles passiert? Ja, ich glaube, es ist einfach ein Seuchenjahr gewesen. Es lief einfach gar nicht zusammen nach dem deutschen Rekord. Ich habe auch noch mal so ein bisschen nachgeschaut, was eigentlich passiert ist. Wir hatten schon vor Garbsen gab es diese Probleme im linken Fuß. Und man hat die dann einfach nicht so richtig behandeln können. Also man wusste nicht genau, wo es herkommt, wo es hingeht. Was man am besten oder wie man das am besten therapiert und anstatt dann einfach zu sagen, wir gehen jetzt mal 3-4 Wochen aus dem Training komplett raus und fangen wieder bei Null an. Das haben wir, so wie ich, also auch der Trainer, so ein bisschen verpasst, weil man natürlich zeigen wollte. Man wollte die Wettkämpfe machen und man wollte springen und ja, das war halt einfach ein Fehler. Man hätte das einfach von vornherein ein bisschen eher behandeln müssen und hätte das anders angehen sollen, aber wie gesagt, daraus lernt man einfach und wichtig ist, dass es jetzt wieder funktioniert und dass man mit vollem Blick Richtung Olympia gucken kann. Ja, das tun wir auch und eben, was dazugelernt und wenn ich dann an mich zurückerinnere, bei der WM habe ich zugeschaut und habe für mich Motivation rausgefasst, zumindest mal die Laufschuhe zu schnüren. Wenn man dann aber noch Leistungssportlerin ist, dann holt man da, glaube ich, noch viel mehr Motivation fürs Olympia-Jahr raus. Ja, natürlich tat das weh, zu Hause zu sitzen und so die Mädels springen zu sehen. Ich meine, man kennt die auch alle persönlich und man wächst so als kleine Familie ja auch zusammen und man denkt so, oh, toll, irgendwie vermisse ich mich hier selber in diesem Wettkampf. Aber ja, gebe ich dir total recht. Also man freut sich dann einfach, wenn man wieder rausgehen kann und dann wieder mit den Mädels zusammen ist und international die Bühne schnuppern kann. Und dann, ja, ist das auch für den Sportler, glaube ich, das Größte, was es immer gibt. Und jetzt ist Christine Gehrig wieder volles Mitglied der Leichtathletikfamilie. Da freuen wir uns sehr drüber und sagen danke für das Interview. Drücken beide Daumen für das Olympia- und auch EM-Jahr. Dankeschön. Vielen lieben Dank, danke.